Lektion 67. Die Liebe hat mich erschaffen wie sich selbst. Diese Lektion heute ist in ihrer Meditation nicht ganz leicht, weil sie verschiedene Abschnitte umfasst. Deshalb finde ich es total hilfreich, wenn man sich so ein Audio macht, das einem durch diese Meditation führt. Und dieses Audio möchte ich dir gerne bereitstellen. Worum geht es in der Lektion? In der Lektion geht es darum, dass wir uns als das erfahren, was wir sind, weil, wie der Kurs uns sagt, der heutige Leitgedanke eine vollständige und zutreffende Aussage über das ist, was wir sind, nämlich reine Liebe oder auch reines Licht. Wir sind das, was Gott ist, denn wir sind so erschaffen, wie Gott erschaffen ist. Und heute geht es darum, sich dem anzunähern oder sich sogar als das zu erkennen. Das geschieht dadurch, dass wir heute versuchen, unsere eigene Definition von Gott aufzuheben und sie durch seine eigene zu ersetzen. Und wir versuchen auch zu betonen, dass wir ein Teil seiner Definition seiner selbst sind. Der Kurs macht uns auch Mut und sagt, sei zuversichtlich, dass du heute viel dazu tust, um diesem Gewahrsein näher zu kommen, ob du nun das Gefühl hast, du habest es geschafft oder nicht. Das klingt doch gut, oder? Dann lasst uns starten. Du brauchst 15 Minuten Zeit, so wie es vorgeschlagen ist für diese Übungseinheit, und ich führe dich hindurch. Such dir also einen ruhigen Platz und es geht los. Die Liebe hat mich erschaffen wie sich selbst. Erlaube dir jetzt immer tiefer zu sinken in dich hinein. Die Liebe hat mich erschaffen wie sich selbst. Und mit jedem Ausatmen sinkst du ein Stück tiefer in dich hinein, kommst ganz bei dir an. Die Liebe hat mich erschaffen wie sich selbst. Und erlaube dir, noch ein Stück tiefer zu sinken. Die Liebe hat mich erschaffen wie sich selbst. Du öffnest deinen Herzraum, deine Mitte, dein Zentrum. Und spürst ganz tief diesen Satz. Die Liebe hat mich erschaffen wie sich selbst. Und jetzt fügen wir einige Gedanken hinzu. Die Heiligkeit hat mich heilig erschaffen. Spüre deine Heiligkeit. Die Heiligkeit hat mich heilig erschaffen.
Die Güte hat mich gütig erschaffen. Fühl das. Die Güte hat mich gütig erschaffen. Die Hilfsbereitschaft hat mich hilfsbereit erschaffen. Die Hilfsbereitschaft hat mich hilfsbereit erschaffen. Die Vollkommenheit hat mich vollkommen erschaffen. Spüre diese Vollkommenheit in dir. Vollkommenheit hat mich vollkommen erschaffen. Dehne dich ganz in dieses Gefühl aus. Die Liebe hat mich erschaffen wie sich selbst. Unverletzlichkeit hat mich unverletzlich erschaffen. Die Heiligkeit hat mich heil erschaffen. Füge nun in Gedanken noch den einen oder anderen Gedanken hinzu, der dir jetzt einfällt. Spüre deine Gedanken. Lass dich tief in sie hineinsinken und dehne sie in dir aus. Jede Eigenschaft, die mit Gott in Einklang steht, wie er sich selber definiert, eignet sich für neue Gedanken, die du hinzufügst. Die Liebe hat mich erschaffen wie sich selbst. Jetzt bereite dich vor, alle Gedanken von dir abfallen zu lassen, all die Bilder und Wörter, die du gemacht hast. Konzentriere dich dazu ganz auf deine Mitte. Alle Ideen, Vorstellungen, Gedanken und Bilder dürfen jetzt gehen. Jetzt ganz präsent in deiner Mitte. Dehnst dich von da aus aus. Es gibt kein Bild mehr, wie du zu sein hast. Keine Meinung. Sondern jenseits all dieser Bilder
ist in deinem Geist die reine Liebe, die dich erschaffen hat, wie sie sich selbst. Spüre sie einfach. Sag ja, ich kann dich spüren. Ja, ich will dich spüren. Und sie wird dir antworten. Die Reinheit des reinen Lichtes beginnt sich jetzt in dir auszubreiten. Und du spürst, ja, das bin ich. Lass dich ganz darauf ein. Die Liebe hat mich erschaffen wie sich selbst. Und das bist du. Spür dich, freu dich, erkennst du die Formlosigkeit deines Seins, es gibt keine Form, es gibt keine Begrenzung. Doch weißt du, ja, das bin ich, reines Licht, reine Liebe, denn die Liebe hat mich erschaffen wie sich selbst. Lass dich ganz tief da hineinsinken und dehne dich aus mit der Gewissheit, das bist du. Und vielleicht kannst du die Freude und Dankbarkeit in dir spüren. Dass du bist. Ohne jeden Zweifel. Die Liebe hat mich erschaffen wie sich selbst. Die Heiligkeit hat mich heilig erschaffen. Die Güte hat mich gütig erschaffen.
Hilfsbereitschaft hat mich hilfsbereit erschaffen. Die Vollkommenheit hat mich vollkommen erschaffen. Die Ewigkeit hat mich ewig erschaffen. Das Licht hat mich lichtvoll erschaffen. Doch das sind nur Aspekte. Die einen Fingerzeig geben auf mein reines Sein. Ich werde mir heute immer wieder in Erinnerung rufen, die Liebe hat mich erschaffen wie sich selbst. Ich werde es spüren, so wie ich es jetzt spüre. Denn ich erhalte immer Antwort von mir selbst. Die Liebe hat mich erschaffen wie sich selbst. Und so kehre ganz langsam wieder zurück in der Geschwindigkeit, die für dich stimmt, und erinnere dich heute ganz oft daran, die Liebe hat mich erschaffen wie sich selbst. Danke.